Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Diesmal mit einem Necromancer. Da gibt es jetzt bald ein Update 0,7, also 0.7.6. Da werden diese, ja, man kann es jetzt noch nicht zeigen, aber die Kra ah, die ge das ist weg jetzt. Okay, der Patch ist schon da. Ne, der Patch ist noch nicht da, aber 0.70.6 macht es eigentlich. Aber gut, dann ist es jetzt schon weg und deshalb habe ich auch mehr Lust auf den Necromancer. Wir schauen mal, wie viel wir beschwören können. 7 und 4. Ja, dann sind es alle. Gut, weil der Charakter, der ist eigentlich schon so ziemlich mega gut. Dann habe ich so, ja, bevor ich meine Grafikkarte ausgebaut habe und ich gemerkt habe, dass ich die neue Grafikkarte gar nicht, also gar nicht ins Gehäuse passt so richtig, also extrem schwer zum Einbauen ist. Und solange ich das nicht alleine machen kann, also einfach ich nicht so die Kenntnisse habe und noch warte auf meinen Cousin oder so, der Informatiker ist, werde ich die noch draußen lassen oder eventuell halt zurückgeben, wenn es nicht geht. Wegen Netzteil, wegen Mainboard oder wegen sonst irgendwas. Und ja, ich kaufe mir bald einen kompletten PC halt wieder, den man recht gut ausbauen kann von einem guten Entwickler-PC-Hersteller, also PC-Betreiber und so, Steg Electronics. Und der ist in der Schweiz eigentlich schon fast führend, also ein guter Job. Und ja, von dem kaufe ich den zweitbesten. Den besten, der ist so teuer. Der ist irgendwie 4.400 Franken wert. Und das kaufe ich mir natürlich nicht. Machen wir ein bisschen mehr Damage und Stun, das ist natürlich schon wichtig. Also ihr seht es, die fetzen einfach alles weg. Ich muss nicht mal diese Rives töten. Beschwören. Gerade ein bisschen falsch am Aussprechen. Also am Denken. So. Und ja, mit dem kann ich jetzt einfach ein bisschen besser vorwärts kommen. Ich mo wollte ja ein Bild, der ein bisschen schneller ist im Töten und so weiter. Und deshalb habe ich jetzt mal den genommen. Ich werde die anderen natürlich alle auch fertig zeigen oder so, so weit wie möglich. Damit ja, ich natürlich auch viel, viel zu zeigen habe. Und weil ich das Spiel einfach liebe. Also ich finde es momentan das beste Hack and Slay, das es gibt. Wolken kommt ja Ende Monat. Das werde ich auch ein bisschen anschauen, aber ich werde das wahrscheinlich, ja, doch, ich werde es schon lange machen, aber so zufrieden bin ich noch nicht, dass ich brauche unbedingt die Beschwörer. Es gibt noch keine Beschwörung, glaube ich, also so, ja, Ballisten oder so etwas. Die mag ich nicht so. Deshalb, ja. Eventuell halt, das ist einfach, das Spiel ist eigentlich nur Grafik und ein bisschen Casual Dungeon. Es ist also schlimmer als Diablo 3 für mich. Diablo 3 geht ja nicht wegen den Rifts die ganze Zeit. Und Wolken ist halt so ein Game, das geht auch nicht wegen den vielen Rifts, also vielen geradlinigen Maps, also wo einfach eine Linie ist, sondern irgendwas zum Anschauen, etwas zum Entdecken oder so gibt. Das mag ich einfach nicht. Ich bin einer, der einfach auch eine Story braucht, Items, die interessant sind und gute Builds und so Sachen, tolle, spaßige Charaktere, also Builds. Das brauche ich. Und ja, nicht nur Männer. Ich will auch Frauen spielen, deshalb spiele ich auch Necromancer sehr gerne. Weil es einfach eine Frau ist. Ich bin nicht so ausgelegt auf Männer, weil ich mache ja sowieso Rollenspiel, das heißt, ich versetze mich viel intensiver in Charaktere und deshalb möchte ich auch Frauen spielen, weil es auch ein bisschen interessanter ist, mal eine Frau zu spielen. Ist doch auch schön, oder? Weil Frauen, Kriegerinnen und so sind halt immer so die richtig geilen Frauen, die etwas Ding haben. Etwas auf der Brust haben, genau. Ja, also, Last Epoch geht natürlich gerne.
schon gut weiter. Das wird wahrscheinlich ein Projekt, das ich wirklich komplettieren werde, auf Level 100. Und ich freue mich eben auf, extrem auf jeden neuen Patch. Die entwickeln so schnell und gut, das ist einfach geil. Der Golem hat... Ja, okay, ich bin irgendwo festgehangen oder so. Aber ich finde es einfach cool, dass ich mich endlich durchbewegen kann. Ich habe jetzt noch nie Mark of the for Death eingesetzt. Ich bin einfach zu OP. Das ist schon krass. Also, Skelette schießen auch 3 Pfeile manchmal. Ich kann ja nachher ein bisschen die Skillung zeigen. Ich glaube, ich gehe mal kurz da rein. Weil ich glaube, da ist ein Waypoint. Auch wenn ich nicht muss. Ja, die Ladezeiten sind manchmal noch ein bisschen hoch. Ja. Okay. Sehr gut. Immer mitnehmen, also immer ins Gebiet reingehen kurz und so. Das muss ich ja noch ein bisschen mir merken, dass die Waypoints einfach das Wichtigste sind. Weil die schon ein bisschen weiter auseinander sind als bei anderen Games. Ja, treffen ist Kunst. Also, bin ich einfach nicht so richtig angestellt. Ja, ja. Aber eben, mein Top-Spiel momentan. Es gibt kein Game, das mir mehr Spaß macht als Last Epoch im Moment. Weil, ja, Last Epoch hatte jetzt wirklich lange Probleme. Zum Beispiel beim Einloggen 20 Sekunden warten zu müssen oder so, das ist weg. Und deshalb bin ich jetzt auch sehr viel motivierter. Also noch einen Punkt und dann Flame Ref. Ich muss die Refs nicht stark machen, nur zur Ablenkung oder zum Wegweisen, wo die hin sollen, weil ich will nicht immer A drücken. A ist zum Beispiel, dass die alle jetzt hier dorthin schießen oder gehen. Sie gehen alle dorthin. So. Und deshalb ist es natürlich besser für mich. Ah, ich habe etwas nicht genommen, deshalb muss ich da wieder zurück. Ja. Okay. Verstanden. Ja, ich habe mir echt fast die Grafikkarte kaputt gemacht, die neue. Also die alte eigentlich auch. Weil das ist sowas von klein. Ich brauche als nächstes wirklich einen Mega Tower oder so. Also ein ganz großer Desktop. Das geht einfach gar nicht. Ich muss 2 Grafikkarten rein tun, nicht nur eine. Ich weiß nicht, was die Leute, die Entwickler machen. Ja, so wenig Platz wie möglich. Platz sparen. Ja, die Gamer haben keinen Platz zu Hause. Das ist schon krass, was hier abgeht. So viele Skelette. Wie schnell der down geht. Und vor allem, wie viel die Beschwörungen auch aushalten. Also die haben keinen Schaden bekommen. Da hat einer ein bisschen Schaden bekommen. Und die Reichs, aber sonst nichts. Das ist einfach krass. Das ist mega OP. Ich will eigentlich nicht shotten, ich habe hier noch die Items aus der Kiste dabei, also, ja. Das ist einfach extremst, wie viele gute Items droppen. Und, ja. Noch mehr. Ja. Also. Dann können wir wieder zurück, nein, müssen. Weiter. Ah, meine Katze ist gekommen. Wir müssen doch irgendwie weiter, oder? Kira. Nein. Nicht jetzt. Ja, sie will immer mehr aufs Bein, also wenn ich sitze, auf die Schoß sozusagen. In der Schweiz. Und dann schmusen und alles mögliche. Gestreichelt werden, aber. Kann jetzt nicht, ich bin am Let's Playen. Oh, die soziale Katze. Ah ja, die Quest. Wir gehen jetzt zuerst unten durch. Das letzte Mal sind wir oben durchgegangen. So. Ich bin leider ein bisschen heißer wieder.
In der Arschkälte, ich bin ja viel draußen, viel am Joggen und am Fußballspielen. Dann hat man einfach manchmal kalt, fängt sich Viren ein. Ich bin halt nicht so ein richtig normaler Gamer, ich bin auch Sportler. Und deshalb habe ich halt immer wieder ein bisschen ja, Sprachprobleme oder Ohrenschmerzen wie gestern. Ah gut, die sind weg heute. Also, wir nehmen Attack Speed. Ja. Nein, ich reduziere Health per Point für Minions. Das nicht nehmen. Das ist Kacke. Und hier haben wir gesagt, glaube ich, hier rüber zu Frenzy oder Damage Frenzy. Also ich weiß nicht, ob die zwei Punkte hier für die Eismager Kryomancers funktionieren. Das war einer weiß, bitte in die Kommentare. Aber eigentlich sollten sie schon schneller jetzt angreifen. Also drei werden geschossen, also dann funktioniert es, oder? Nee. Es sind vier Magier, also sind nicht mehr Geschosse. Gira! Haben wir kurz meinen Vater gerufen. Wenig. Nicht. Katzen können nerven. So, den ersten haben wir, dann nehmen wir den anderen unten und dann die zwei oben. Wahrscheinlich ein bisschen besser. Diese Entscheidung, welchen Punkt man als erstes nimmt, das ist schon schwer. Ja, jetzt kommen ja immer wieder die Großen, die haben ein bisschen genervt mit dem anderen Charakter. Was war das für ein Charakter? Ja, der Feuerball. Incarnate-Charakter, stimmt. Ja, den nehme ich mit, aber verkaufe ihn einfach. So, aber hier nach runter. Und dann links hier hoch, denke ich mal. Und der bleibt jetzt dort, okay. Ja, ich will die Katzen eigentlich nicht im Zimmer haben. Sonst sind sie immer im Zimmer und nerven. Aua, ah, bin ich getroffen. Sah so aus. So, Rives. Da, Flame Rife. So. Ach, macht das Spaß. Aha. Ja, ich muss Mark of Death unbedingt jetzt auch skillen, weil die Reichweite ist nicht gerade so gut. Man sieht zwar einen großen Kringel, aber der Kringel ist irgendwie viel kleiner. Das ist doch mal ein Stab mit Spell Damage und... Ah, das ist ein super Stab. Boah, das sieht auch cool aus. Geil, geil, geil. Ja, mit dem kann man eigentlich mit dem Marke weiterspielen. Ja, ich werde wahrscheinlich dann ein Glacier Sorcerer machen. Bei Spellblade, ich weiß es nicht. Also Spellblade hat mir so gefallen mit diesem Flammenskill. Aber Ding. Es ist mir einfach ein bisschen zu schwer beim Denken, was hilft und was nicht hilft bei den Bonis und so. Weil es ja kein Spell ist. Aber Feuer Damage und so ist es ein bisschen nervig gewesen. Aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. So langsam kenne ich ja das Spiel langsam. Das war mein erster richtig guter Bild damals. Und der hat eigentlich richtig viel Spaß gemacht. Weil er sehr schnell ist. Aber ich denke, er ist nicht mehr so stark wie früher. Damals war er schon ein bisschen hidden OP.
Ja. Was gibt es sonst noch für Spiel, Action, also Hack'n'Slays, die bald rauskommen oder besser werden? Also ja, Path of Exile ist halt immer noch nicht gerade so gut für mich, wegen dem, ja, der Herausforderung, Stress und so. Kann ich leider nicht so oft bringen, weil ich es nicht so oft spielen kann. Diablo 3 geht halt nicht mit dem Open Broadcaster Software. Es gibt Black Screen, obwohl ich ja Ingame sehe. Und ja, diese MMORPGs, wie sie heißen da. Also zum Beispiel Torchlight Frontiers könnte ich mal bringen, wenn ich darf, weil es ist ja noch in der Beta. Ich denke schon, ich darf schon Aufnahmen machen. Kann ich mal bringen, vielleicht das Stream oder so. Oh ja, naja, eher Aufnahmen. Und ja, also es gibt genug Projekte, aber ich konzentriere mich eigentlich ein bisschen eher auf gewisse Projekte, die mir gefallen. So, jetzt kann man hier rein scheinbar. Scheint, oh nein, es ist weg. Okay. Irgendwo anders kann man noch rein, ist noch ein Gebiet. Ich mache jetzt einfach Attack Speed, das hilft natürlich mir auch beim Kill Speed. Und hier machen wir weiter auf Multishot. Nein, nicht cool dann. Wir machen auf Crit Chance. Attack Speed. Ich denke Attack Speed. Ich will schnelle Skelette. Und hier machen wir wieder auf Blade Fists und dann gehen wir. Was ist das Problem? Ja, Spell Damage macht er ja nicht, aber Stun Chance wäre natürlich noch viel besser. Ja, machen wir einfach auf Tower of Bones und Amalgam of Primalists, weil wir den eigentlich zäh machen müssen. Und Fragments of the Fallen, dann haben wir eigentlich genug Punkte. Naja, okay. Also hier hoch muss man eigentlich nicht, aber hier gibt es eine Schatztruhe. Nee, kein Pfeil. Also die Pfeile waren damals echt stark. Die hatten mir immer wieder in Lebensgefahr gebracht, diese dicken Pfeile. Dagegen sind diese Rushes, also diese Charges, eigentlich gar nichts. Also sind immer noch gar nichts. Die sind noch viel zu schwach. Ja gut, sollten auch nicht so viel Damage machen. Eher dann die Attacken danach von den Monstern. Aber ja, ich bin ja immer so ein bisschen defensiv oder so, ja. Man sieht es eigentlich nicht so defensiv, aber trotzdem, dass ich das noch überleben kann und so weiter. Und Necromancer müssen halt nicht unbedingt so mega tanky sein, dass sie jetzt die ganze Zeit Charges aushalten können. Ah, ich will nicht. Manchmal, wenn man klickt, sollte das abbrechbar sein, was man missklickt. Einfach drauf kommt auf die rechte Maustaste. Jo, puh. Wenig zu zählen jetzt gerade. Also cool finde ich einfach, dass ich diesen Stab voll ausnutzen kann mit meinem Bild. Eigentlich die meisten Spells einsetzen oder im Bogenschützen die Pfeile, also der Bogen. Hilft beides so plus 100%. Aber irgendwann muss ich halt einen anderen Stab nehmen. Vielleicht einen Zweihandstab oder so. Ja. Ja, nicht so schnell, bitte. So, wir haben noch mehr Flammrate. Au, geh weg. Hä? Okay, dann ist es wirklich der nächste Bild. Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen
blockierende Minions gehabt. Vielleicht ist es auch nicht ganz raus. Ja, es ist. Jetzt momentan ist es wieder da. Hä? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Die Entwickler sind irgendwie ein bisschen bugbehaftet. Dass sie einfach irgendwelche Sachen nicht ganz fertig entwickeln. Dafür schnell entwickeln. Aber was bringt es, wenn ein Entwickler schnell entwickelt, aber viele Bugs da lässt? Vor allem wegen der Engine ist es halt wichtig, dass es bugfrei ist, weil die Engine schon ein bisschen Probleme macht, wie zum Beispiel hier an der Wand, dass man da einfach gar nicht mehr laufen kann. Dass man echt immer wieder hängen bleibt, sollten sie unbedingt rauspatchen. Und hat auch mal ein bisschen etwas Motivierendes wieder einbringen, wie zum Beispiel ja, richtig schwere Dungeons oder so. Weil das sind immer so kleine Gebiete, die eigentlich nicht so viel Spaß machen. Einfach so einen richtigen Hardcore Dungeon, der, wenn man stirbt, wieder neu anfangen muss. Also ein Roguelike Dungeon wie bei Grim Dawn. Das ist leider dieses Kackgebiet, da müssen sie unbedingt diese Vulkane ein bisschen besser machen. Also die tauchen immer zu spät auf und so. Also sie sind schon da, aber sie werden erst besiegbar, wenn man sie ja, davon gelaufen ist schon und so weiter. Das ist ein bisschen doof. Also wir gehen nur zum Boss hoch, hä? Denke ich mal. Das haben wir ja gesehen in einem der letzten Parts. Gab sogar im letzten Part. Ja, im zweiten letzten Part, glaube ich. Weiß auch nicht, wann das war. Aua. Dann, ich werde bald World of Warcraft geschenkt bekommen von einem Kollegen. Und dann World of Warcraft noch bringen. Aber das wird im Last Hub auch und den anderen Projekten, vor allem Champions of Regnum, nichts ausmachen. Das tue ich eher streamen. Weil ich ja sowieso nicht gerade so viele Videos pro Tag aufnehmen kann, kann ich dann noch öfters streamen. Da ich ja natürlich echt viel unterwegs bin. Sonst. Und dann einfach immer streamen, wenn ich zu Hause bin, mehr und dann nicht aufnehmen kann oder so. Kollegen sind halt immer schuld. Ne, es ist wirklich wahr, dass ich am Abend halt nicht mehr viel aufnehme, oder? Ich eigentlich morgens aufnehme oder nachmittags. Und wenn die Kollegen dann am Abend da sind, dann habe ich da natürlich Hauptaugenmerk auf die. Weil ich tue schon die Kollegen eigentlich immer so ein bisschen verwöhnen. Und deshalb, ja, muss ich da schauen, dass ich da, jetzt natürlich auch noch zwei, drei Videos pro Tag machen kann. Und Livestream. Und ich tue gerne Last Epoch Livestreamen, wenn ihr wollt. Dürft es gerne schreiben. Dafür sind die Kommentare da, damit ihr euch etwas wünschen könnt, etwas ändern oder so. Weil ich muss jetzt nicht unbedingt mich nicht anpassen. Es sind mehr an euch. Ich bin ein Sozialer. Genau. Was haben wir für Zeit? 53, also noch 7 Minuten. Ich glaube, der war rechts. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo er war, der Boss. Er war eher rechts, glaube ich. Da oben. Oder war das einfach das Ende, was wir gemacht haben? Und der Boss war links. Ja, ich glaube eher. Aber eine Schatztruhe nehme ich immer gerne mit. Hey, Schatztruhen bergen eigentlich die besten Items. Manchmal. Also vor allem Unix. Und deshalb ist es schon natürlich wichtig. Lol, die bleiben einfach mal hier. Und da ist der Boss natürlich. Ja, genau. Geh weg. Der Boss kommt natürlich hinterher, ganz langsam geschlichen, macht sich nicht bemerkbar. Und die Eisskelette bekommen, also die Magier bekommen einfach aufs Dach. Ist nicht so toll gewesen.
Na gut, aber wenn man es nicht sieht, das müssen sie einbauen, dass man sieht, dass ein Boss uns angreift. Dass irgendwo da oben steht, ja, Boss. So ein Bossbalken wäre cool. Einfach wenn er angreift, dass es zu sehen ist. Aber das sind auch Entwickler, die natürlich an den Anfängen sind. Die Engine ist halt noch nicht so gut. Und ja, viele Sachen fehlen halt noch von anderen Hack'n'Slays, aber das geht schon gut. Das wird ein saugeiles Spiel. So. Also jetzt hier nochmal so ein bisschen die Skillung. Ich habe hier einfach auf maximale Skelettanzahl. Hier, hier. Also in dem Pool, hier genau. Und hier dann eigentlich auf Bogenschützen. Multishot Ice Arrow nutze ich nicht. Und sonst. Ja, Marrow Tap, ein Punkt, das reicht. Ah ja, genau, hier muss ich weiter skillen. Wir haben noch 4 Punkte. Hier und. Ja. Ich werde noch ein bisschen weiter spielen dann heute. Und dann zeige ich euch die neuen Gebiete am besten. Genau, hier eigentlich die. Hier runter skill ich. Flee from Death. Und. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Bei den Magier habe ich ja gesagt, auf Geschwindigkeit eher noch ein bisschen. Und eventuell das noch. Das müssen wir unbedingt auf Level 19, also auf 20, dann noch skillen. Ja, Sacrifice ist natürlich schon ein starkes Spell. Und hier auf Defensiv, die unten hier. Ja. Also. Eventuell 2 Golems, aber das bringt nicht so viel, wenn man ihn nur zum Tanken einsetzt. Genau. Und meine Stimme ist gerade wieder kaputt wegen diesem Heiterkeit. Also. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Viel Spaß noch mit anderen Dingen. Auf Wiedersehen.